Weltmeister, vierfacher Scudetto-Gewinner und Europa-League-Sieger und jetzt des Dopings überführt, das ist die Akte Paul Pogba. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und zu einer neuen Folge von Die Akte von. Das ist eine Videoserie von mir über Fußballspielerinnen, vielleicht auch eines Tages. Ich packe euch gerne die Reihe hier oben rein. Unter anderem über Jerome Boateng habe ich da schon mal gesprochen. Heute Paul Pogba, denn es gibt eine aktuelle Entwicklung in seiner Karriere, auf die man auf jeden Fall blicken muss und die man auf jeden Fall auch besprechen sollte. Denn wieder einmal ist Fußball mit dem Thema Doping konfrontiert worden. Der Mittelfeldspieler, der mit Frankreich Weltmeister wurde, der viermal den Scudetto mit Juve geholt hat und Europa-League-Sieger bei Manchester United wurde, der ist jetzt laut der Anti-Doping-Agentur von Italien des Dopings überführt worden. Ich sage jetzt vermeintlich, denn es gibt noch nicht die B-Probe zu diesem Zeitpunkt. Die A-Probe ist positiv ausgefallen. Da gehe ich auch gleich vielleicht noch mal kurz drauf ein, was das bedeutet, A- und B-Probe. Aber ganz wichtig, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann tut das jetzt sehr, sehr gerne. Hier gibt es Videos zum Fußball, internationalen Fußball, ganz manchmal auch zu American Football. Und ja, ich freue mich, wenn ihr abonniert. Und ja, dann lasst uns gerne in diesen durchaus auch komplexen Fall von Paul Pogba einsteigen. Fangen wir doch gerne vorne an und da beginnt die Erzählung doch damit, wann diese Probe entnommen wurde. Und das war beim Spiel zwischen Juventus Turin und Udinese Calcio. Pogba saß nach Verletzung wieder mal auf der Bank, hat keine Sekunde gespielt. Trotzdem wurde er danach getestet von der Anti-Doping-Agentur Italiens und das ist eben diese Probe, die jetzt positiv zurückkam. Es geht eben um einen erhöhten Testosteronwert in seinem Urin. Es ist eine Urinprobe und keine Blutprobe, auch wichtig. Und ja, er hat jetzt 5 Werktage Zeit, eben diese zweite, diese B-Probe zu öffnen. Was ist eine B-Probe? Es werden 2 verschiedene Behälter mit Urin gefüllt. Dann gibt es eben die A-Probe, dann gibt es die B-Probe. Die A-Probe wurde ja bereits geöffnet und analysiert. Die B-Probe war bis dahin aber noch zu, wird jetzt von einer anderen Person an einem anderen Laborplatz analysiert. Wichtig, denn so will man eben sicherstellen, dass beide Proben eben unabhängig voneinander getestet werden können. Und wenn eben beide positiv sind, dann weiß man, okay, dieser Spieler war eben gedopt. Um diesen Fall zu verstehen, muss man sich anschauen, wo steht Pogba denn aktuell? Denn seine Karriere ist auf jeden Fall durchwachsen. Ich habe es eingangs gesagt, von sehr, sehr vielen Erfolgen auf jeden Fall auch gekrönt worden. Aber gerade in einem sehr, sehr schwierigen, ja, in einer schwierigen Phase, kann man sagen. Denn er hat ja 4 sehr, sehr erfolgreiche Jahre bei Juve verlebt. Dann ist er 6 Jahre zu Manchester United gegangen, ist dann eben jetzt zurück zu Juventus, zu seiner alten Liebe. Ja, aber da ist er letzte Saison nur 10-mal zum Einsatz gekommen, hatte eine Knie-OP, hat insgesamt einen sehr verletzungsanfälligen Körper und das ist jetzt sozusagen der Status quo, in dem wir uns befinden. Es wurde jetzt ein Bericht von der Gazzetta dello Sport, von einer italienischen Zeitung veröffentlicht, in dem es eben heißt, dass Pogba wohl ein Ergänzungsmittel, ich weiß nicht, ob es ein Nahrungsergänzungsmittel ist, denn das stand nicht in dem Bericht drinnen, aber ein Ergänzungsmittel von einem befreundeten Arzt verschrieben bekommen hat, dass er ohne das Wissen der Juve-Ärzte eingenommen hat. Dieses Präparat ist wohl zugelassen in den USA, aber nicht in Italien. Da steht das eben auf einer Dopingliste. Und ist dementsprechend illegal einzunehmen, wenn du eben noch aktiver Spieler bist. Das ist eben angeblich der Fall gewesen. Ja, großes Problem natürlich, wenn du sowas nicht mit deinem Verein vorher abklärst. Und ich frage mich dann doch, der Mann ist ja dann doch einige Jahre schon im Geschäft, im Profigeschäft. Und dass man da auf irgendwelche Ärzte, selbst wenn es befreundete Ärzte sind, ich würde das immer doppelt und dreifach checken. Schauen wir gerne in die Early 2000s zurück, denn da gab es ja den Fall von Edgar Davids, der für 4 Monate gesperrt wurde wegen einer Substanz, die sich Nandrolon nennt, glaube ich. Das ist ein anaboles Steroid. Er wurde dessen überführt. Dieses Nandrolon wurde aber bei mehreren Spielern gefunden. Insgesamt bei Juve ist aber das Problem, dass wir immer wieder Fälle sehen, die mit Doping zu tun haben. Das war schon in den 90ern so. Ich glaube, 94 bis 98 gab es mal eine Phase mit Ärzten, die da eben involviert waren. Dann gab es eben diesen Fall mit Davids.
Anfang der 2000er und jetzt haben wir eben mit Pogba wieder mal einen Fall. Also es ist natürlich jetzt ein langer Zeitraum dazwischen, aber trotzdem merkt man eben, Juve spielt da immer mal wieder eine Rolle und wird auch immer mal wieder von den Dopingfahndern ins Visier genommen. Die Managerin von Paul Pogba sagt eben, ja, das Einzige, was sicher ist, dass Paul Pogba nie die Absicht hatte, die Regeln zu brechen. Also sie beteuern seine Unschuld. Soweit ich es weiß, hat er sich bisher nicht öffentlich dazu geäußert, aber feststeht, sie wollen dagegen vorgehen. Jetzt wartet man eben erstmal ab, was diese B-Probe sagt. Juve hat ja erstmal alle Gelder eingefroren. Klar, Juve schreibt rote Zahlen, das weiß man. Die brauchen jeden Cent und die sind sicher nicht unhappy, dass jetzt erstmal Geld eingespart werden kann. Denn, ja, wie gesagt, Pogba spielt eigentlich keine große Rolle mehr bei Allegri. Es ist ein Spieler, der eigentlich nur noch auf der Payroll steht, der wehtut, denn er kostet 8 Millionen pro Jahr. Und wenn man das einsparen könnte, ja, würde man auf jeden Fall mitnehmen, glaube ich. Der Franzose hat jetzt eben ein Gegengutachten beantragt. Es ist aber sehr, sehr steinig, denn du musst ja beweisen, dass du nicht mit Absicht gedopt hast. Und das ist gar nicht so einfach. Testosteron beispielsweise, was eben bei Pogba nachgewiesen wurde, da müsste man dann irgendwie beweisen können, dass man entweder das aus medizinischen Gründen verabreicht braucht. Das wiederum hätte aber eigentlich vorher angemeldet werden müssen. Man kann das aber auch noch rückwirkend irgendwie wirksam machen. Das wäre eine Möglichkeit. Oder dass er nichts davon wusste, dass ihm das verabreicht wurde. Also sprich, wenn der Arzt es dir einfach gibt und du wolltest es aber gar nicht oder du wusstest nichts davon, wurdest auch nicht vielleicht über Inhaltsstoffe aufgeklärt. Das wäre eine Variante. So eine Dopingstrafe ist meistens, wenn man verurteilt wird, 2 Jahre, außer es kann bewiesen werden, dass du eben mit Absicht dieses Präparat zu dir genommen hast, um deine Leistung zu steigern. Dann kann das Ganze auf 4 Jahre anwachsen und das wäre bei Pogba ja schon krass, denn er ist 30, das heißt, dann wäre er 34. Juve hätte damit aber auch den Beleg, sie könnten ihn fristlos entlassen. Er hat ja nämlich eigentlich noch in Turin einen laufenden Vertrag bis 2026. Wie gesagt, 8 Millionen pro Jahr, also da kommt schon ein bisschen was zusammen. Wäre dann alles weg und natürlich wäre sein Name, seine Marke auch beschmutzt. Es ist eine ambivalente Karriere, die Pogba da gemacht hat. Einerseits hast du eben diese Weltmeisterschaft, diese zig Titel, dieses sehr, sehr erfolgreiche Leben als Spieler in verschiedenen Vereinen eben auch. Pokalsiege, Europa League, international, national, also wirklich viel erlebt. Und dann hast du aber eben halt auch jetzt dieses tragische Ende und eben auch diese krassen Downs mit eben Depressionen, mit Erpressung, mit privaten Problemen. Das ist schon sehr ambivalent. Ich habe noch einen sehr ähnlichen Fall mitgebracht, denn die Tennisspielerin Simona Halep wurde letztes Jahr bei den US Open im Sommer auch des Dopings überführt. Sie hatte auch Nahrungsergänzungsmittel zu sich genommen, die illegal waren, ist jetzt eben verurteilt worden zu einer 4-jährigen Sperre, wird aber weiter das Ganze anfechten. Das kann ja hochgehen bis in den Kass. Also auch da bin ich sehr, sehr gespannt, wie weit Paul Pogba sich, durch wie viele Instanzen er sich dann eben kämpfen wird. Und wenn er sich dann irgendwann mal selber äußert, was dann eben seine Erklärung für das Ganze ist. Und damit sind wir durch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Packt gerne mal in die Kommentare, von welchem Spieler, Spielerin würdet ihr gerne die nächste Akte hören, sehen. Und was macht ihr euch aus diesem Fall Paul Pogba? Irgendwie komisch, oder? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.